Fed, Zinsen, Allzeithoch, die Parallelen zwischen dem Jahr 2024 und dem Jahr 2007, bevor die Finanzkrise begann, werden immer verrückter. Und ich will in diesem Video mal zeigen, wie verrückt diese Parallelen sind. Nicht nur haben wir 2007, wie im Jahr 2024, am 17. Juli ein Allzeithoch gemacht, bevor dann jeweils 2007 und 2024 ein scharfer Abverkauf folgte, in diesem Jahr Rezessionssorgen und Carry Trade Auflösungen Ende Juli, Anfang August. Dann folgte am 18. September 2007 wie auch 2024 eine Zinssenkung der Fed um 0,5%. Dann stiegen die Märkte 2007 wie auch 2024 am 9. Oktober jeweils auf ein neues Allzeithoch. Heute also der 9. Oktober 2024 beim S&P 500 wie auch 2007 ein neues Allzeithoch. Und am 9. Oktober 2007 gab es dann ein Fed-Protokoll, so wie in diesem Jahr. Ob das irgendeine Bedeutung hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist schon, finde ich, extrem auffallend, extrem merkwürdig, extrem unheimlich. Kann sein, dass da überhaupt keine Relevanz dahinter ist, aber ich wollte es einfach mal berichten, weil das schon etwas ist, was ich so noch nie gesehen habe, diese Parallelität von Daten. Und wir wollen uns das Setup mal anschauen. Wie gesagt, der S&P 500 auf einem neuen Allzeithoch, und hier sehen wir das, dass all diese Voraussetzungen 2007 auch waren, mit der großen Zinssenkung durch die Fed, mit dem Fed-Protokoll, das dann am 9. Oktober 2007 veröffentlicht wurde. Damals, darauf weist John Papadakis hin, war natürlich schon einiges im Argen in Sachen Immobilienmarkt. Damals ja letztendlich eine Immobilienblase, die platzte, und das bemerkte man bereits im Jahr 2007. Da gab es Probleme bei Bear Stearns, so fing die ganze Geschichte an, die mussten so einen Immobilienfonds schließen und so weiter und so fort. Während wir im Jahr 2024 keinen offenkundigen Anlass haben, wie etwa 2007, also in diesem Jahr nicht wirklich einen Anlass, aber vielleicht ein externer Schock, das könnte man sich vorstellen. Aber wie gesagt, das ist zunächst mal die zeitliche Parallele, die Kursparallele eben auch greifbar, wie hier eben sichtbar nochmal 17. Juli Top, scharfer Abverkauf, Move auf ein neues Allzeithoch, sodass am 9. Oktober 2007 der S&P 500 mit einem Schlussstand von 1565 Punkten ein Allzeithoch markierte. Das erscheint jetzt geradezu bescheiden, eben dieses Allzeithoch. Und dann kam das Fed-Protokoll, in dem sich damals 2007 am 9. Oktober die Fed sehr besorgt über den Immobilienmarkt zeigte, während man nicht allzu lange vorher noch sagte, doch alles gut, Ben Bernanke, ja, nee, da kommt keine Krise, dann plötzlich dieser Pivot auch im Fed-Protokoll damals, und das hat die Märkte erschreckt und es ging nach unten, und hier sehen wir das neue Allzeithoch. Wir sind fast schon auf 5700 Punkte gestiegen, und George Gammon hatte ich heute schon zitiert, der eben diese Euphorie etwa beim Fernsehsender, Börsensender CNBC bemerkt und sagt, das ist krasser noch als damals im Krypto-Hype 2021, und sagte, ich bin gespannt, was morgen passiert. Genau das, was eigentlich fast zu vermuten war, nehme ich ein neues Allzeithoch wie im Jahr 2007 am 9. Oktober. Hier sehen wir mal, wir sind aus so einer Wedge nach oben ausgebrochen, sind jetzt natürlich ein bisschen was überkauft im kurzen Zeitfenster, aber gut, Schwarm drüber, wir haben ja noch alles vor uns, nachdem der S&P 500 jetzt den stärksten Beginn, oder sagen wir mal die stärkste Periode jetzt absolviert seit dem Jahr 2000. Also da ist vieles ziemlich gut bepreist worden, kann man sagen. Während gleichzeitig ja die Gewinnerwartungen sinken, werden die Märkte immer teurer. Forward Price Sales Ratio, höchster Stand seit März 2000. Wir sehen Equity Future Positioning Long Allzeithoch, also im Future-Markt die Long-Positionierung so hoch wie noch nie. Und wir sehen Fear and Greed Index, Stand gestern Abend, das wird einmal am Tag aktualisiert,
Und ich kann mir vorstellen, dass wir heute dann in den Extrem-Greed-Bereich eintauchen, also extreme Gier. Aktuell, oder Stand, der Schlussstand gestern, waren wir ganz kurz davor mit 73. Und wie die Lage an den Märkten ist, das sehen wir am besten bei denjenigen, die bärisch waren, etwa JP Morgan. Dem haben hier jetzt ihr Kursziel eigentlich gesenkt gehabt, als einer der Großbanken gesagt, nee, das wird kein guter Jahresausklang. Jetzt dreht man die ganze Geschichte. Die bärischste Wall Street Firma sagt, ja, wir sehen schon die Chance, dass da jetzt was nach oben geht an den Märkten. Also der letzte Bär ist gewissermaßen tot, nachdem ja die US-Daten so stark reingekommen sind. Vor allem eben die Arbeitsmarktdaten mit all den Problemen, die ich schon öfter thematisiert hatte. Stichwort Lehrereinstellungen, 800.000 Jobs bei der Regierung, unfassbar. Dann eben auch die Seasonal Adjustments, Schwamm drüber, City Economic Surprise Index, jetzt so hoch wie seit April nicht mehr. Also starke Daten, und das hat Folgen. Einerseits eben sinken die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen sehr schnell senkt, weswegen wir sehen, dass der Dollar wahrscheinlich jetzt seine beste Phase seit 2 Jahren absolviert. Genauer gesagt seit April 2022. Der Eurokurs heute auf den tiefsten Stand seit Mitte August gefallen. Dollar-Yen steigt, der Dollar steigt gegenüber so ziemlich allem, was nicht auf den Baum raufkommt. Und wir haben jetzt auch sagen auch, weil ja heute das FED-Protokoll kommt und die Märkte sich das genau anschauen werden, von Dallas FED-Präsidentin Logan. Und die sagt, ja, also da gibt es schon einige Risiken, Aufwärtsrisiken für die Inflation, zum Beispiel stärkere Nachfrage, lockere Finanzkonditionen. Wir sehen ja, diese Financial Conditions sind lockerer geworden, auch durch diese Rallye. Deswegen, so Logan, sollte man sich nicht zu schnell mit den Zinssenkungen betätigen, sollte also die Zinsen nicht zu schnell senken. Sie sagt auch gleichzeitig, ja, ich habe die Zinssenkung da am 18. September unterstützt. Wenn wir uns hier mal so ein paar Speaker anschauen, was in letzter Zeit passiert ist, Collins, Williams, Musalem, Kashkari, die alle so ein bisschen gesagt haben, naja, wir haben jetzt so ausgeglichene Risiken einerseits zwischen eben Inflation und Abschwächung des Arbeitsmarktes, da sind wir so einigermaßen dazwischen. So der Tenor dieser FED-Speaker. Morgen aber kommen ja die Inflationsdaten, CPI. Und jetzt haben wir gesehen, die Konjunkturdaten sind besser geworden, waren viel besser als erwartet. Wird das auch bedeuten, dass die Inflation höher ist als erwartet? Auf diesen Gedanken könnte man ja kommen. Ob es so kommt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Hier sehen wir nochmal die Erwartungen. Ja, die meisten so 0,1% in der Headline, 2,3% oder ja, manche sogar 2,4% in der Headline. Aber Kernrate, da hat fast keiner nur 0,2%. Sondern tendieren alle so in Richtung höherer 0,2, was dann aufgerundet 0,3 wäre. Und Kernrate zum Vorjahresmonat 3,2 respektive 3,3%. Und die Frage ist, was wird das mit den Märkten machen, was da mit den Daten morgen reinkommt? Wir haben Dollarstärke gesehen, wir sehen aber auch den Anstieg der Renditen, eben weil die Daten so stark waren und die Zinssenkungswahrscheinlichkeit damit gefallen ist. Und Lance Roberts hat sich hier mal die Renditen angeschaut, die 10-jährige US-Staatsanleiherendite ja bei 4,05% aktuell, und sagt, na, also wir sind schon extrem überkauft, was die Rendite betrifft. Wenn die Renditen steigen, fallen die Anleihekurse, meine Damen und Herren. Und wir haben hier auch eine wichtige Unterstützung beim TLT, das ist ein ETF, das länger laufen Anleihen abbildet. Wenn TLT fällt, steigen die Renditen. Ich hoffe, Sie verstehen diese Zusammenhänge. Wo nicht, ist Arschu wurscht, aber wir sehen eben, es ist Unterstützung hier, und das würde dafür sprechen, dass vielleicht die morgigen Inflationsdaten etwas niedriger reinkommen, weil dann das bedeuten würde, dass die Renditen wieder zurückkämen, also fallen würden. Aber das ist natürlich jetzt erst Schnee von morgen, so oder so. Wir haben jetzt mal wieder eine selten gesehen, in den letzten Wochen selten gesehene Eintracht zwischen Anleihemärkten und Aktienmärkten, denn die Anleihemärkte sagen sich auch mit den hohen Renditen, naja, da ist nicht die Gefahr einer Rezession, sonst würden die Renditen fallen, weil man dann im Falle einer Rezession oder wenn man eine Rezession erwartet, sinken die Anleiherenditen in der Regel, weil Nachfrage nach sicheren Häfen entsteht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Risk Premium von Aktien
nämlich die Earnings Yield, also die Gewinnrendite, jetzt so tief ist, wie, raten Sie mal, wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Also es ist schon sehr seltsam. Jedenfalls wird man sozusagen oder bekommt man relativ wenig Risikoausgleich, wenn man auf diesem Niveau Aktien kauft. Und der JP Morgan sagt auch, okay, wir haben jetzt ja rückläufige Inflation gehabt, aber wir sehen, dass erstens die Inflationserwartungen wieder nach oben gehen, Break-Even Inflation, Rebounding, so heißt es, und vor allem man erwartet, dass wir jetzt höhere Inputkosten für die Unternehmen auch im Gütersektor sehen könnten. Wir haben ja etwa beim ISM Service zuletzt gesehen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, dass hier die Preise stark gestiegen sind mit über 59, alles über 50 ist steigend. Also mal sehen, ob das so passiert, so oder so. Diese Wirtschaft lebt natürlich komplett auf Pump. 1,8 Billionen wird das Defizit betragen für 2024, so das Budget Office des Kongresses. Das entspricht 6,4% des BIP. Wenn man allerdings mal guckt, wie schnell jetzt das Ganze angestiegen ist, im Vergleich zum Jahr 2023, so sagte Sven Henrik, dann könnten wir auch perspektivisch sogar im Bereich 8% liegen. Und eine Wirtschaft, die sich so künstlich stimuliert, die immer auf Pump irgendwie künstliches Wachstum hier zeigt, das ist nicht besonders nachhaltig, zumal der Anteil der Schulden oder der Ausgaben, die in Nicht-Wachstumssektoren gehen, ebenso Sachen wie Zinsbedienung aufgrund eben der hohen Renditen, aufgrund der hohen Kapitalmarktzinsen für die Anleihen, die man emittiert hat einerseits, aber eben auch Social Security, Medicare, diese ganzen Geschichten für Veteranen, die Ausgaben sind immer weiter gestiegen, 55% der fiskalischen Ausgaben gehen in Bereiche, die mit Wachstum da nichts zu tun haben. Erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren, Aktienmärkte S&P 500 mit Allzeithoch, Fed und Inflation im Fokus, Einschätzung, Einordnungen zur Lage in diesen ganz komplexen Zusammenhängen erfahren Sie in diesem Artikel. Gerne weiterleiten über Social Media und vor allem jetzt den zweiten Teil gucken. Beides packe ich Ihnen wieder. Zweiten Teil des Marktflüsters, beides packe ich Ihnen wieder unter das Video. Also unbedingt reinschauen, denn da werden wir uns die Aktienmärkte in den USA anschauen. Hurricane, politische Dinge, Israel, Taiwan, China, alles das wird eine Rolle spielen und natürlich die glorreiche Entwicklung in Deutschland. Also bis gleich.